eigentlich wollte ich längst das Let's Play beendet haben, beziehungsweise nicht das Let's Play, sondern die Folge. Aber, beziehungsweise nicht die Folge, sondern die Aufnahmesession. So ist es eigentlich auch richtig. Nö, ne, wir machen nochmal eine Folge. Wir haben nämlich noch nicht viel getan. So, damit dann herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry Primal. Nahkampf. Konzentrierte Waffen, die mit einem Schwung ihre Ziele treffen können. Speere sie langsam, aber schlagkräftig treffen Ziele direkt vor dir. Sind sie effektiver, wenn sie geworfen werden. Für schweren Angriff R2 gedrückt halten und dann los, was mit Top-Gegner und richtig großen Schaden an brennende Waffen hältst du stattdessen direkt vor dir. Okay. Wir haben also ein bisschen Probleme, glaube ich. Wir kriegen nämlich Besuch. Und auf die Fresse, Kollege. Mann, bist du hässlich. Okay, Checkpoint. Angriff der Udam. Wo sind das? Sind das nur die drei? Okay, meine Freunde. Halt an, mein Freund. So. So, mein Freund. So, Höhlentorwart angegriffen. Nur drei Leute. Aber das kriegen wir schon hin. Gift. Du kannst dich Bienenstiche schlagen lassen oder die Volldämpfe im Heimatland der Udam vergiftet werden. All die Udam werfen auch Mikroformen auf dich. Für Gift verringert nämlich deine Fähigkeit, die Wirkung, dass sie dir nach einiger Zeit auf. Nur diese muss es ein Gegenrezept werden. So, ich heile mich mal gerade komplett. So. Komm, schon wieder Besuch. So, da kommt noch mal einer. So, ich muss wieder heilen. So, ich heile meine Bestie mal. So, mein Freund, verteidige dein Dorf. Wir kriegen also noch mal Besuch von da irgendwo einer. Ach, das ist so ein Gift-Heini. So, geschafft. Okay. Ich muss ein paar Holzpfeile mal machen. Wir haben 8 Stück, okay.
Dann rein in den Kampf. Die gehen wir mal jagen, die Jungs. Die sind irgendwo da oben. Erreiche das Udam-Lager. Die Kleinen wollen also Ärger mit uns. So ein bisschen zumindest. Hey, Hundi. Na gut, dann machen wir es doch mal. Der leid nicht. Ist mir gerade aber auch herzlich egal, ob ich ehrlich bin. Durch meinen Wolfi lässt die mich eigentlich jetzt gerade so ein bisschen in Ruhe. Die Frage ist, wie viel sind das? Ups. Ich muss mal gerade gucken. Ich will mir das einfach mal genauer angucken gerade, was ich erwarte, weil ich bin ja so kein Fan davon, unvorbereitet in irgendwo reinzuhüpfen. Sieh das. Was geht aber eigentlich? Ja, es sind ein paar, mein Gott, aber ich bin doch schon irgendwie auf die Reihe. Haben die gerade mit meiner Eule abgeschossen? Zerstöre alle Ulam-Knochenmale oder töte alle Gegner. Okay. Headshot. Komm her. So. Ich heile meine Wüste.
So, ich weiß, dass einer noch irgendwo rumrennt. Da oben. Jetzt habe ich gewonnen, oder was? Wunderbar, mein Freund. Wunderbar. Was für eine tolle. Jawohl, ja. So. Wir sollen Knochenbäume zerstören. Einmal eins. Komm, Nachschub. Nummer zwei. Ich weiß, dass es ein bisschen Nachschub kommt an Leuten. Nummer eins. So, und da kommt noch einer. Der wird es jetzt auch gleich bereuen. Komm her, mein Freund. Hör mal, da sind übrigens unsere Freunde da unten, glaube ich, oder? Hör mal, du Arsch. Halt, aber. Nehmen wir mal wieder, rutscht schon einer nach. Aber es kommen immer wieder Gegner nach, solange wir die Knochenbäume nicht alle down haben. Und die machen wir jetzt auch noch. Und damit ist das Thema erledigt. Komm mal. Damit haben wir das erledigt. Bis hier heilen noch schnell. Angriff der Udam-Zahl geschafft. Wunderbar. Das gefällt mir. Udam Guanta? Ja, ja, ja. Udam Mari. Ul Artiguaifa. Appa. Laiwamaya. War leider nicht zu vermeiden, das ist das Problem. Aber die Rache haben wir gekriegt dafür. Wir haben alle getötet. Was soll er macht die da? Ach, die holt sich die Ohren wegen der Kette. Für jeden Toten hat die dann, oder toten Freund oder Familienmitglied hat die sich da das Ohr an die Kette gegangen. Definitiv. Winjai. Winjai. Für Venja. Winjai. 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 Ulzwut. Der Kampf um Orios beginnt. Winja. So. Wir müssen Venja drücken, um das kann man dürfen. Wir müssen an der Fähigkeit zu lesen, die Raketen gegen ihn gesichtet. Okay. So, wunderbar. Gut, dann hätten wir das auch zumindest. Aber wie gesagt, wir machen jetzt ein bisschen. Kriege ich das jetzt irgendwie hin, dass ich mal speichern kann? Jawohl, ja. Und damit würde ich sagen, machen wir hier Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Far Cry Primal.
Und dann fangen wir mal so ein bisschen an, uns die begabten Venjas zu angeln. Und die Rache für die vielen unnötigen Tode. Ja. Ja. Bis dann und tschüss.